Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Elden Ring. Wir haben den nächsten Boss im Spiel besiegt, das war Loretta. Und nachdem wir Loretta besiegt hatten, ach du Schreck, sind wir jetzt direkt hier gelandet und müssen ganz kurz diesen Fight hier, also müssen wir nicht, aber ich will einfach gerade. Nice try. Ich mag das Moveset dieses Gegners total. Und für 6000 ist es hier, glaube ich, eine ganz schön gute Variante, mal wieder schnell zu farmen. Ja, wir sind Mikellas Halligbaum und ja, das ist einfach mal eine riesige Burg, Schrägstrich Schloss, Schrägstrich Stadtanlage. Wir sehen da hinten zum Beispiel noch so einen Gegner rumlaufen, ein paar Gegner. Genau, der Bosskampf gegen Loretta war auf jeden Fall ziemlich hart, aber nicht überdurchschnittlich schwer. Also sie hat ein sehr leicht zu durchschauendes Moveset gehabt und es ging eigentlich recht gut von der Hand. Also hat auch Spaß gemacht. Deswegen habe ich den Kampf auch ohne Asche gemacht. Ne? Einige Leute haben mir geschrieben, hey, warum hast du dir keine Asche mit dazu gerufen? Das sind ja natürlich die üblichen Verbesserungsvorschläge, wenn es mal bei einem Bosskampf wieder ein bisschen länger dauert. Hey, ruf dir doch eine Asche, mach's dir doch ein bisschen leichter. Ja, wollte ich nicht, hatte ich ja auch erklärt, warum. Wollte ja diesen Bosskampf einfach mal solo machen. Ich warte nur gerade hier auf die Falle, weil da ist eine Truhe. Und ich kann mein Glück kaum fassen. Noch einen uralten Drachenstein. Also ich finde halt echt immer mehr von den Dingern. Deswegen, da müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Ein bisschen was aufbauen. Deswegen, solche Tipps kommen mir dann immer ganz schnell. Von daher alles cool. Wollte ich nicht. Hab mir gedacht, hey, diesen Bosskampf machst du jetzt mal so. Ich werde schon genug andere Bosskämpfe stark vereinfachen wahrscheinlich. Bei denen ihr dann wieder sagt, hey Mensch, den hättest du doch jetzt eigentlich mal so machen müssen. Wäre doch viel cooler gewesen. Ein paar Spoiler gibt es da ja auch schon in den Kommentaren dazu, welche starken Bosskämpfe noch auf uns zukommen. Das werde ich aber nicht mit im Video erzählen, denn kann ja auch gut sein, dass ein paar von euch Elden Ring ausschließlich bei mir konsumieren und dementsprechend auch nicht mehr wissen als das, was ich jetzt schon über das Spiel gezeigt habe. Deswegen, ja, bleiben wir einfach dabei. Ihr lieben Leute, eine Sache möchte ich euch zeigen. Das wurde ein paar Mal in den Kommentaren erwähnt und es hat eine gewisse humoristische Eigenschaft, deswegen lasst uns doch mal ein wenig backtracken und wieder zurücklaufen. Ne, hier ist der Bossraum, hier haben wir gegen Loretta gekämpft. Schöner Kampf, wie gesagt, habe ich ja schon erzählt. Ist aber auch nur die oder das zweite Zusammentreffen mit ihr. Wir haben sie ja schon bei den drei Schwestern getroffen, allerdings da als Aschegeist. Ja, hier ist jemand. Mikella ist es nicht. Es könnte natürlich Marika sein mit zwei Töchtern. Mit zwei Kindern. Könnte sein, ich weiß es nicht. So, was ich euch jetzt zeigen wollte, was ich noch zu sagen hätte, sehen wir gleich hier vor diesem Bosskampfraum. Und zwar habt ihr geschrieben, dass es hier wohl einen Fahrstuhl irgendwo geben soll, den ich hätte benutzen können da vorne. Das sieht ein bisschen da fahrstuhlmäßig aus. Lasst ihn uns mal anschauen. Erstmal bekommt der jetzt hier auf die Fresse, weil er ging mir eh auf den Sack. Der ging mir so hart auf den Kack, der Typ. Der bekommt jetzt die blutige Verdreschung. So. Genau, hier ist ein Fahrstuhl, ihr lieben Leute. Den hätte ich benutzen können. Und hätte damit den Bossweg übelst abgekürzt. Und ich hätte nicht diese ganzen witzigen Fails drin gehabt, die ich ja mit drin hatte, weil ich diesen Weg immer wieder gelaufen bin. Ne? Hier wären wir gestartet. Und dann hätten wir auch hier einfach machen können. Na gut, sage ich an der Stelle mal.
Schade natürlich, dass ich es nicht gleich gefunden habe. Wobei, ich fand ihn jetzt auch nicht so krass eindeutig. Also ich glaube, man hat hier schon gut Potenzial dran vorbeizulaufen. Natürlich kann man sich dann das Gebiet einfach genauer anschauen. Dann passiert sowas ja nicht, aber mein Gott. Ja, das wollte ich einfach nur noch mal zeigen, weil ja, damit hätte ich mir so manchen Tode erspart und wäre auch mit mehr Lebenspunkten in den Bosskampf reingestartet. Aber ich glaube, am Bosskampf selbst hätte das nicht so viel verändert, denn ich bin ja, glaube ich, die meiste Zeit nicht wegen fehlender Heilung gestorben, sondern weil ich einfach die Attacken nicht richtig gedodged habe. Und das passiert, auch wenn es nicht immer schön ist. So, was machen wir heute? Ich will mir schnell noch etwas anschauen, bevor wir hier richtig reinstarten, und möchte noch mal zu Gauvry gehen, zum Weisen, weil da erwarte ich, glaube ich, noch ein bisschen Dialogfetzen zu Millicent. Er hat uns ja eigentlich auf diese Millicent-Geschichte erst aufmerksam gemacht. Und ich hoffe, ich kann jetzt hier lang zu ihm, oder falle ich gleich in die Tiefe und sterbe. Ja, er hatte uns auf die Millicent-Sache aufmerksam gemacht. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Questline, vor allem, weil man durch sie halt unter anderem die Möglichkeit hat, sich von der Flamme zu reinigen. Und ich bin der Meinung, dass das hier sein Haustier ist. Denn so wie der hier dasteht, und er hat ja sogar ein Halsband, ist das sein Haustier, das ich immer und immer wieder töte. Da ist er hier. Thank you kindly for giving the needle to Millicent. Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the Selians, descendants of the Eternal. Oh, you noticed, did you? Indeed, Millicent did visit this hovel of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Ah, wir können jetzt hier zu jedem Questschritt ein Update geben. Ne? Jetzt hat er kurz erklärt, ne? Millicent würde sich nicht mehr an ihn erinnern, weil die Fäulnis hat es zerfressen. Sie muss aber ihre große Reise antreten. Das haben wir ja gesehen oder gemerkt, denn wir reisen ja mit ihr. Und jetzt der nächste Schritt. Ich gab Millicent die Prothese. Das war ja ungefähr auf der Hälfte ihrer Questline. So, you gave Millicent a golden arm replacement. This is a wonderful development. Thank you for your kindness. Now, Millicent may fully realize her true warrior's potential, like her beautiful mother. Naja, das ist schon ein kleiner Hinweis auf ihren Ursprung. The girl, Millicent, she is a bird. Green and undeveloped, waiting to flower into magnificence. What a wondrous day that will be. In truth, before her, I'd never seen a bud of such superior quality. She might very well outshine her sisters. Please make certain that little Millicent goes unharmed. Like her mother, she has the stuff to be a great warrior, but commands only one arm and is yet preciously young. Ja, beim Arm habe ich ja geholfen, aber was ist eigentlich sein Interesse daran, Millicent zu verstärken? Ja, vielleicht finden wir das noch heraus. Im Übrigen, meine Rüstung, das ist kein Grafikfehler. Ich trage die Rüstung von einem dieser schwarzen Assassinen und die macht mich nämlich leise. Das finde ich ziemlich cool. Das passt ja auch zu meinem Weg des Ninja. So ein bisschen zumindest. So. Genau, wir können jetzt auch nochmal mit Millicent den Dialog machen. Ich habe das schon geguckt, dass ich den machen kann, ohne dass es irgendwie die Quest beeinflusst. There is something I must return to Melania. The will that was once her own.
The dignity. The sense of self. That allowed her to resist the call of the Scarlet Rot. The pride she abandoned. To meet Radahn's measure. Malenia. There is something I must. The will, the dignity. Genau, sie will zu Malenia, zumindest in die Nähe. So, sie wird jetzt aber auch erstmal eine Weile hier bleiben. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen gespoilert. Es gibt halt leider immer wieder in Questreihen dieser Spiele, also diese Spiele haben dann teilweise Questreihen, die, wie soll ich das sagen, gegen Ende hin manchmal an den kleinsten Kleinigkeiten zerbrechen. Ich erinnere an, oder nicht mal am Ende, ich erinnere an Eileen, die Jägerin der Jäger aus Bloodborne. Wenn man, gab es einen Punkt, da hat sie gesagt, hey, ich muss jetzt einen ganz wichtigen Auftrag erfüllen und so weiter. Und wenn man ihr dann nicht sofort nachgelaufen ist und ihr dabei geholfen hat, also ne, sie musste einen Kampf machen, dafür musste man ein bisschen zurück im Spiel, dann hat sie nämlich relativ schnell angefangen, diesen Kampf zu machen. Und wenn man sie dabei nicht unterstützt hat, ist sie da nicht weitergekommen und hat versagt und dann war sie aus dem Spiel. Und das, ja, fand ich sehr, sehr schade. Deswegen bin ich bei Questreihen manchmal ein wenig übervorsichtig. So, ich will jetzt eine Waffe aufwerten. Ich habe es ja schon erwähnt, welche. Ich bringe diesen Dolch hier nicht schlecht. Allerdings, glaube ich, Dolche machen mit einem Schild wenig Sinn. Bräuchte ich zwei Dolche für den Power Stance. Hätte ich hier Klinge des Rufs noch mit, aber dann die eskaliert auf Glauben. Hätte ich hier noch Skorpionstachel, den könnte man auch noch aufwerten. Das wäre zumindest auch eine ganz coole Idee, zumindest, wie gesagt, Power Stance mäßig. Aber die Waffe, die ich ja schon angekündigt habe, aufzuwerten, ist ja die Peitsche. Oh, blutige Helix, auch nicht schlecht. Zum Beispiel hier wäre auch nicht schlecht, könnte man auch aufwerten. Gibt es ja auch Möglichkeiten. Nein, aber die Peitsche wollte ich aufwerten. Das war ja mein Ziel. Wo ist sie? Wo ist die Peitsche? Da ist die Peitsche. Ich kann sie nicht aufwerten. Ich brauche Schmiedestein 1. Ganz schön viel. So. Ich weiß ja, dass meine aktuelle Waffe sehr, sehr stark ist. Also ja, ich weiß, dass Rivers of Blood hat mit, ja, den Status einer OP-Waffe. Ich muss allerdings mit dazu sagen, dass ich schon am Anfang, als ich mir so die Waffen, die es im Spiel gibt, so angeschaut habe, um zu gucken, hey, welche Waffe würde dir denn gefallen? Also mir, habe ich mir schon überlegt, oh, Rivers of Blood wäre schon geil. Und habe dann auch versucht, diese Waffe relativ schnell zu bekommen. Danach stellte sich heraus, Rivers of Blood ist eine der OP-Waffen im Spiel. Also die overpowerten Waffen, die Waffen, die als zu mächtig eingeschätzt werden und dadurch manche Herausforderungen einfach sehr vereinfachen. Bisschen blöd, sag ich mal, weil, ja, wie gesagt, ich wusste das nicht. Ach, schade. Ich brauche die 6, genau. Jetzt habe ich noch von den 4ern. Na, da brauche ich auch ein paar Runen. Habe ich noch was? Naja, leider auch nicht so viele Runen. Also allzu weit komme ich gerade noch nicht beim Aufwerten, weil mir einfach die Steine oder die Runen fehlen. Werde auch nochmal die letzte Klangperle suchen müssen, ne? Ah, Tops Klangperle habe ich jetzt noch gefunden. Genau, damit kann ich die Sachen von Tops kaufen. So. Davon brauche ich. Ich habe 3. Ich brauche 6. Davon habe ich eine. Ich brauche 13. Ich habe halt auf Arkan geskillt. Also sollte ich natürlich Waffen, die Arkan bevorzugen, benutzen. Die mit Arkan skalieren bevorzugen. So rum. Und das sind natürlich die Waffen, die mit Blut arbeiten. Weil Blut ist eben Arkan. Also Arkan beeinflusst Blut halt. Mir fehlt schon wieder was. Ach, die 5er. Da fehlt mir auch schon wieder alles. Na gut, jetzt wird's teuer. Wenn mir bei den 5ern viel fehlt, dann wird's teuer. Gut, dann machen wir erstmal weiter.
machen wir erstmal weiter. So. Elphael, Stütze des Halligbaums. Wer bist du denn? Sie benutzen meinen Schild. Sieht ein bisschen aus wie das Herrschergefäß. Aber wer das hier ist, wen sie hier anbeten? Mikella? Wahrscheinlich, aber Mikella ist ja eigentlich männlich. Ach, deswegen hat er mich gerade nicht angegriffen, weil er mich schlicht und ergreifend nicht gehört hat. Na, komm hier, Sparta. Weil er mich ja... Man hört mich ja nicht. Ein Vorteil meiner Waffe. Meiner Rüstung, meine ich. Ja, gebt mir schön eure Runen. Brauche sie für Upgrades. Oha, wieder so ein Level-Design, wo man auch ein bisschen hopsen muss. Ja, aber ich bekomme halt Schmiedesteine hier, ne? Was ich damit sagen will, ist, ich soll natürlich auch mehrere Waffen aufwerten. Ich finde es schön, dass das Spiel einem da die Möglichkeiten gibt. Ich fand es leider in den anderen Games manchmal ein bisschen blöd. Das Ritterschwert von Mikella. Ich fand es leider immer ein bisschen blöd, wenn man dann am Ende sich so für eine Waffe entscheiden musste. Boah, ich weiß noch, was los war, als ich dann so einen grauen Brocken... ekelhaft, was ist das denn? Autschen, gebautschen, schitten, popitten. Hey, ich weiß noch, was los war, als ich bei Dark Souls... ich fall runter. Wow, das ist Rot. Kein Bock auf Rot. Außer Rot von den Ärzten. Den finde ich ganz cool. Ansonsten ist... Ansonsten ist Rot ziemlich blöd. Wow. Oh, fuck it. Oh, das war jetzt blöd. Ah, und dann auch noch Rot drauf, ey. Oh, das... Jetzt habe ich es aber gerade gar nicht mehr drauf. Ja, überhaupt nicht mehr. Was ist denn los? Ich komme gerade gar nicht mehr rein hier in mein Moveset. Überhaupt nicht mehr reingekommen ins Moveset.
überhaupt nicht mehr reingekommen. Also ich wollte gerade sagen, der ist ja hier. Schafft man das hier so? Okay, schafft man. Er kann mich ja nicht hören. Vielleicht kann ich den ersten Angriff... mich gut durchziehen. Ja. Hui, habe ich was gegen Rod? Ja, der Fäulnisstab. Sehr gut. Uha, uralter Drachenschmiedestein. Aber diese Tür kann ich nicht benutzen. Ja, aber gab er jetzt nochmal ganz ordentlich, nochmal ganz ordentlich Runen, ne? Achso, da unten geht's ja auch direkt weiter. Ah, okay. Und das ist dann wahrscheinlich der reguläre Weg dahin. Oh, oh mein Gott, ein Crystal. Ein Crystal Dude. Wo ist mein... Wo ist meine Kristallwaffe hier? Da, die brauche ich dafür. Dankeschön. Ja, den habe ich direkt mal kaputt geschlagen. Den Sprung. Weiß nicht, ob man den schafft. Oh, ganz knapp. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, raus hier, raus hier. Oh Gott. Wow. Hoho.
Wow. Klassischer Doppeltod. Klassischer Doppeltod. There is something I must retell the will that was. Die Getreuen sind das, ne? Hier gibt's nämlich das Schwert der Getreuen. Oh, ich hasse es, wenn dann der dritte Schlag. Tja, das war nix, ne? Wenn der dritte Schlag dann natürlich hier die das Geländer trifft. Und nicht als Schlag sozusagen mehr durchgeht. Hasse das wie die Pest, ey. Das ist so richtig ehrenlos. Okay. Hi. Hui. Geradeaus würde ich sagen. Reinigt zwar ziemlich. Oh, komm, das scheiß Schild runter. Das muss weiter. Muss weiter, Leute. Hi, na, gut, wie geht's dir? Und hepp, da kurz rüber gesprungen. Oh Gott. Oh, spucken sie auch noch mich an, oder was? Alter, wie krass willst du die Gegend hier haben? Spieljahr. 113.000, das war jetzt nicht wenig. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich da einfach von der kleinen Scheiße in die immer größere Scheiße komme. Okay, komm, Leute, ordentlich spielen. Ich glaube, anders wird es jetzt nichts, weil. Merkt ihr das? Das ist das, was ich meine. Mit der dritten Schlag geht dann. Der dritte Schlag geht dann daneben, beziehungsweise wird dann abgeblockt. Oh. Interessant, aber ich will erstmal woanders weiter. Weil ich will ja meine Items, meine Runen zurückhaben, weil immerhin 100.000. Nicht gerade wenig. Da möchte ich schon gerne. So, dann lasst mich doch mal bitte einen Bogen benutzen. Warum ich einen Bogen benutzen will, ich will den ranpullen, weil wenn die beide kommen, ist mir das einfach zu hart. Habe ich keine Pfeile mehr? Stimmt. Oh, fuck, der kommt schon. Okay, oh, okay. Komm mal ran jetzt hier. Ja, du kannst zaubern, baubern hier. Warte. Oh, goldene Pfeile, geil. Boah.
Gib dem noch die Scharlachfäule mit. Spinnst wohl, ey. Ich hatte keine Boli mehr dafür. Ja, okay. Naja, Halligbaum, Soldatenhelm. Ja, ist auch nicht gerade so schlau, was ich mache. Aber hat gereicht. Okay. So. Ah, es wird gerade nicht besser mit der Schlauigkeit. Deswegen verziehe ich mich lieber. Wie gesagt, wir werden nicht schlauer. Deswegen lieber weg. Ja, ich suche nur gerade vielleicht noch nach... Was ist das eigentlich für ein Gepflatter hier? Ich höre die ganze Zeit so ein... Ladamatada. Und weiß nicht so richtig, wo ich das zuordnen kann. Ich laufe hier auch drum, aber... Man muss mir mal draufschlagen. Nee. Klingt irgendwie seltsam. So, Scharlachfäule erstmal abgegessen. Wie gesagt, ich wäre auch damit zufrieden. Oh Gott. Ja. Ich guck nur eben, ob man nicht vielleicht noch eine Abkürzung findet oder so. Dass ich nicht immer an diesen beiden... Ja, macht man nicht so einen Stress da vorne. Ah, fuck it. Ja, und schon wieder Scharlachfäule. Okay, fuck. Der Vorteil, wenn man es einmal hat... Hat man's. Oh, Glück gehabt. Ja, Spiel. Du bist manchmal aber echt gemein. Ich muss weg. Einfach nur noch weg hier, ey. Wow, ja, genau. Crystals oder was? Alter, was ist los hier in diesem Spiel? Da ist... Der Gegner am Start und...
Na, komm schon, ey. Leute, was zur Hölle? Was zur Hölle, ey? Aber wirklich jeder Raum ist ein Arschloch, ey. Oh, Leute, das war jetzt gut. Ey, 150.000, langsam wird's ätzend. Aber gut. Nur nicht den Mut verlieren. Ich frage mich nur, wie ich da so ein bisschen an denen da vorbei kann, den Scharlachfäuligen da unten. Das wäre halt ganz gut. Aber man bekommt ja echt schnell Runen. Also in dem Gebiet geht das wirklich super. Das ist wirklich ein Runen. Ein Runenort. Wow, nicht schlecht. Ah, das war gerade echt geil, ne? Scharlachfäule drauf. Ich habe eine Idee. Gucken, ob das klappt. Oh, das könnte klappen. Das klappt auch. Nice. Ja. Kürzen ein bisschen ab. Hep. So, dann müssen wir die beiden da unten nämlich schon mal nicht machen. So. Ein Hep. Ich bin gerade ein bisschen am Gucken. Ah, okay. Oh nein! Oh Gott! Wie viele Gegner wollt ihr? So viele. So. Vorteil. Ich bin diesmal nicht geschalervoll. Ich habe genug Lebenspunkte. Komm mal her, mein Kleiner. Nein, scheiße! Ich wollte ihn noch besiegen, weil sonst hätte ich mich nicht teleportieren können. Aber okay, wir wissen jetzt immerhin, wie ich da relativ leicht hinkomme. Also wie ich da wirklich relativ leicht an diesen Ort zurückkomme. Das wissen wir. Also das ist, die Folge ist anders. Also die Folge ist wirklich next. Also next shit.
Oh, fuck, fuck. Ich hätte gedacht, das Ding haut einmal ab. Und... okay. Welchen Trick wenden wir an? Den Trick, ich versuche verzweifelt wegzurennen. Nein! Na, wird nicht klappen. Oh, fuck! Dieses Scheißding, ey. Dieses verdammte Scheißding. Es wird natürlich immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, weil ich jetzt immer weiter in diesen Raum reingerannt bin. Also da hinkommen, relativ easy. Das Ding zu besiegen. Ich glaube, es wird das Ding nicht drumherum kommen, das Ding zu besiegen. Das bedeutet, ich muss... auf jeden Fall einen Trick, muss ich einen Trick anwenden. Ich weiß noch nicht welchen, aber ich muss einen Trick anwenden. Puh, Leute. Muss aufpassen, weil da hinten kann ich nämlich auch adden. Puh, 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 puh. Also ein cooles Gebiet hier, keine Frage. Aber ich kann auch natürlich so assassinenmäßig. So assassinenmäßig. Versuchen, da Dinge von hinten anzugreifen. Nein, oh, ich hab... oh, no. Fuck! 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 Oh nein, weil ich natürlich anstatt dem Lebenstrank hatte ich den Fokuspunktetrank drin. Ah, das hat mich völlig durcheinander gebracht. Ja, so schnell sind 200.000 Runen für die Tonne, ihr lieben Leute. Gut. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut, ihr kennt mich. Frustresistenz ist in solchen Fällen oft meine Stärke. Also, seien wir mal frustresistent. Man muss natürlich sagen, ich bekomme hier echt eine Menge Runen. Also 200.000 Runen sind an der Stelle im Spiel jetzt nicht schön, sie zu verlieren. Aber... auch nicht der totale... Das ist aber jetzt ein schöner Heldenmoment für den Schluss gewesen. Wenn ich jetzt das doch geschafft hätte. Wäre ein schöner Moment gewesen, habe ich nicht geschafft. Naja gut, was soll's. So, dafür musst du jetzt aber hier relativ zerhackt werden. So, und ich will jetzt dieses Item hier haben. Asche der Rheinfäule Ritterin Finlay. Oh, schon wieder eine der besonderen Aschen. Diesmal ist es Finlay. So, man kann hier aber auch nach oben laufen. Hier ist noch eine Truhe.
Also, langsam frage ich mich, ob die Dinger verkaufen soll. Luch des Saatbeet. Ah ja, das sind... Ah ja, stimmt. Genau, das sind Fluch des Saatbeets. Das ist ja was ich... Das hätte ich für ein anderes Ende gebraucht, das Item. Naja, wie gesagt, schade jetzt um die... Hätte mir das auch anders vorgestellt. Hi, Jungs. Erreichen die mich hier drüben? Ich glaube, die Dinger kann man ja dauerhaft kaputt machen hier, oder? Man die kaputt haut. Soldaten des Halligbaums Asche. Nur immerhin. Nur immerhin zwei Aschen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen was richtig Verrücktes. Also entweder lande ich jetzt hier drüben oder eine Etage tiefer. Ich lande hier oben. Halligbaum Ritterheld. Oh, da. Ah, ist eine Gnade. Sehr gut. Ne denn? Geskippt und eine Gnade immerhin gefunden. Also ja, ein bisschen blöd angestellt und 200.000 Runen verloren. Das war dumm, aber jetzt kann man natürlich die Linie theoretisch ja von der Seite aus machen. Oh, die können zaubern. Oh, der kann hier reinkommen. Der kann hier reinkommen. Der kann ja hier reinkommen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der hier reinkommen kann. Okay. Okay, gut, der kann dann wohl hier reinkommen. Na gut, ihr lieben Leute. Dann würde ich sagen, haben wir dann immerhin meine Runen diesmal schnell zurück. Ja, und dann können wir hier weitermachen und dann uns da draußen an dem Dicken mal probieren. Den werde ich auch versuchen zu besiegen. Allerdings nicht mehr jetzt. Das war schon eine Folge mit zu viel Pleiten, Pech und Pannen. Deswegen sehen wir uns wieder in der nächsten Runde Elden Ring. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Und dann würde ich mal sagen, ja, wie immer. Alles wie immer. Mir fällt gerade auch nichts Besseres ein. Deswegen haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. BB, euer Yuga.